dich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort. Ja, und herzlich willkommen zurück bei Iron Talked. Assassin's Creed Black Flag. Ja, das war gerade ein merkwürdiger Einstieg. Gerade hat mein Mikrofon gar nicht funktioniert. Ich musste ganz kurz, ganz fix schauen, was das war. Und wir kommen hier nicht dran vorbei. Doch, jetzt ja. Okay, dann bewegen wir uns mal jetzt dahin. Eine Salzlake! Wir sollen ihn aufspüren. Na gut, dann spüren wir ihn mal auf. Da ist keiner, okay. Gibt es hier überhaupt Aussichtspunkte? Hatten wir schon alle. Sehr schön, okay. Ach, guck mal, da hinten ist noch ein anderes Schiff. Das heißt, da müssen wir uns hinbewegen. Okay. Ja. Haben wir die schöne Reise überlebt. Ich glaube, nach Afrika war das die Reise, die wir gemacht haben sollten. Eins. Ach, Mist. Okay. Okay, gut, den haben wir. Oh, oh, oh. Fünf, sechs. Da kommt noch ein Trupp. Ich versuche das mal so ein wenig im Schleichmodus zu machen. Dass vielleicht ein bisschen leise mal wirkt. So. Da oben ist der Pistolentyp. Munition plündern. Ja, warum nicht? Okay, wir machen folgendes. Wir nehmen mal den Berserker-Pfeil. Hauen ihn das Ding rein. Wir lassen ihn einfach bis verrückt spielen. Und die Jungs hier auch. So. Renn da nach oben. Nein, nicht zu mir. Ja, renn da nach oben weiter. Ja, sehr schön. Ach, Mist. Obwohl, guck mal, da kommt ein dicker Fleisch, wenn wir Glück haben. So. Jetzt haben wir nochmal drei im Berserker-Modus. Das ist schön. Oh. Nein, ihr sollt... Okay. Wie sollen wir den überhaupt töten? Mal gucken. Wachen durch Zerstörung von... Ja, super. Pulverfässer. Wir hätten einfach die hier kaputt machen müssen. Ach, naja, was soll's.
Da gibt es auch kein Pulverfass bei den beiden. So. So. Okay, arbeiten wir das. Ah, Mist, da kommen wir nicht hin. Na gut. Ah, wer jagt mich jetzt? Sehe ich jetzt schon Gespenster? Oder die traurigen Überreste eines Mannes, den ich in die Hölle geschickt hatte? Okay. Auch vom voll, Kugeln voll, sehr schön. So. Woher konnte er denn? Na gut, er hat mich gesehen halt. Vielleicht irgendwie. So, jetzt gucken, ob wir noch da die Munition bekommen. Ja, sehr schön. Wir verkrümeln uns mal fix hier oben ins Gebüsch hinein. Okay. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Hey, Kenway! Warum? You think you can escape us so easy? I've got a line on him! Ich komme ja schon. Der Weg ist versperrt, Captain. Such nach einem anderen Weg. Ja! Ja! Segel fest, Zurren! Alle Segel, Bewegung! Segelreffen raus aus der Bö! So, jetzt müssen wir da. Setz die Segel! Hört ab! Er beschießt uns mit dem Mörser! Das kann ich auch machen. Der Steuerkapitän gibt das Schild! Ja, ja. Feuer! Feuer! Nachladen! Feuer! Der nächste trifft! Ja! Sind bereit, Sir! Feuer! Feuer! Achten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Na, ich wollte hier Mörser nochmal schießen. Feuer! Feuer! Mist! Der Winkel stimmt noch nicht! Der Wind bringt er! Feuer! Feuer! Yeah! Feuer! 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 Nichts als Salzwasser! Feuer! Oh-oh. Feuer! Komm her!
Da kommen noch Briten dazwischen. Edward, am Horizont tauchen Saarlinge auf. Unter britischer Flagge. Da sind spanische Schiffe. Das wird ein Schlachtfest, wenn wir uns nicht beeilen. Sollen wir ihn versenken, Captain? Wir hatten eine gute Chance. Nein. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanonen! Noch mehr Futter für euch im Anmarsch! Wir werden auf sie treffen, Sir! Feuer! Feuer! Ein wahrer Malstrom, Captain! So, jetzt. Okay, dann hier runter. Oh, töten. Warte, wie soll... Nein, damit. Wie sollen wir ihn töten? Robots mit einem Wurfpfeil töten. Okay. Halt, warte, wir machen das so. Die dürfen nicht auf unsere Deck! Mist. Bei Jupiter Edward Kenway. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen! Okay. Rechts liegt zurück! So. Anna Rotten. Die dürfen nicht auf unsere Deck! So. Da haben wir schon mal. Ein Wurfpfeil. Nein. Schützt euer Schiff, Männer! So, nochmal ganz ruhig. So, hier runter. Ich versuche das mit diesem Wurfpfeil zu schaffen. Wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh. Sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Okay. Okay, die Tötung durch Dings haben wir nicht geschafft, aber durch den Wurfpfeil. Keine Ahnung, was wir geschafft haben. Hey, ich bin schon auf der Rangliste auf Platz 14.000. Okay. So. Und jetzt?
So viel Segel, wie ihr könnt! Sehen wir da hinten schon wieder ein englisches Schiff. Okay. Mal gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin jetzt? Das machen wir mal mit einer Schnellreise. Einverstanden, Jungs? Schnellreise, ja, gleich bis dahin. So, gleich bis ganz rein. So, weil das ganze Fahren ich jetzt machen können, aber... Nö. Keine Lust so richtig gehabt. Gebe ich ehrlich zu. Ich glaube, das Mikrofon ist noch zu leise, oder? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen, freiwillig? Na gut, egal. Wir gehen weiter. Oh, ich sehe rotes Gebiet. Okay. Das heißt, wir werden gleich von den Spaniern angekrabbelt, wenn wir Glück haben. Na, mal schauen. Obwohl, da wir ja ein bisschen Kohle haben, wir können ja mal ganz kurz mal hier gucken, was wir kaufen können. Munition erstmal. Ist immer gut, oder? Alles voll machen. Jetzt, wo wir gerade die Möglichkeit haben, Fracht verkaufen, natürlich. Auch nochmal den Rum verkaufen, den ich noch habe. Stoff und Metalle, seht ihr ja, 1600 Metall, ich war fleißig. Monturen, Pistolensets. Ja, wir haben eigentlich die beste Kanone ausgerüstet. Sind die besten. Schaden 3. Obwohl, Schaden 3, Betäubung 5, Reichweite 3. Wäre die höchste Reichweite, aber naja. 333, ja, nö. Lassen wir mal so. Schwert. Was haben wir denn ausgerüstet? Ausgerüstet, achso. 543. Schaden. Dafür ist Geschwindigkeit langsam. Ach, ich behalte meinen. Den habe ich bisher gehabt. Und kleidungmäßig. Ja, eigentlich nicht. Oh, guck mal hier, wir können Conan, Enzio, Altairs. Ja, nö. Da que ist nichts, was wir noch bräuchten. Wir umgehen mal ein bisschen den Streit hier, wenn es geht. So. Nein, nein, ihr habt mich nicht gesehen. Okay. Dann halt so. Wir retten natürlich hier jeden. Ihr habt den falschen Mann. Warum jagt ihr mich? Puh, geschafft. Ah, zwei Crewmitglieder. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Naja, dann ist ja gut. Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch nicht drauf war. Das machen wir mal einfach mal so, ja, ganz spontan, ganz fix. Na los. Nee, da hoch. So. So. Ja, hoch da. Na gut, dann nehmen wir erstmal hier den Türmchen, das kleine Türmchen mit. Ach, guck mal, da müssen wir nur hin. Ich dachte, ich hatte die Stadt erkundet.
Ganz merkwürdig gerade. Anscheinend wohl doch nicht. Naja, was soll's, ist egal. Wir müssen da hinten hin. Okay. Otra vez ese asqueroso puré de yuca. So, runter mit euch. Halt, wartet, wenn wir hier entlang rennen. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich gehe mal hier. Yep. Wer ist das? Ah, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei. Tordes glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Bewahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. Okay. Ja, die einzig freundliche Person. Okay. Dann gehen wir mal den Gouverneur besuchen. Na, Edward. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich dann nach oben muss. Deswegen gehen wir fix einfach wieder nach oben. Ich ignoriere mal die ganzen Schätze hier. Ja. Nein, auch nicht. Danke, dass du nicht gleich runtergesprungen bist. Okay, da haben wir nur zwei Wachen. Tenemos un asunto pendiente con el ladrón en el castillo. El señor Torres querrá hablar con nosotros personalmente. ¿El propio Torres? ¡Menudo honor! Okay. No te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. ¡Seguidnos! Beinahe reingerannt. Wir hätten ihn auch töten können einfach. Nein, ich sollte ihn doch... Ich wollte nur die beiden ausschalten, nicht den Rest. Okay. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien.
Ja. Attention! La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Was sagt ihr? Keine Ahnung. Ja, klar. Damit ihr uns erschießen könnt, wie den Rest unserer Crew... Leck mich! Oh, Dios! Ahora qué? ¡Marcus! Oh, Jesus! Du gottverdammtes Monster! Gracias, señor. Esos prisioneros. ¡Cállate! Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter nada. ¡No lo perdáis de vista! ¡Ahí! ¡Seguidlo! ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? ¡De aquí puedo darle! Okay, so. So. Hallo, Mitza. Vuestras posiciones. Shit, wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Lorenzo Torres eliminieren. Okay. ¡Alto ahí! ¡Veamos tus tripas! ¡Tengo mi línea de tiro! ¡No podrás despistarnos! ¡El pichón está a tiro! ¡Lo tengo a tiro! So, kommt ruhig her, Jungs. ¡Ach, Mist! ¡Puedo hacerlo! ¡Más rápido! ¡Perdemos terreno! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Nalos! ¡Derribado! ¡Intenta despistarnos! ¡Desde aquí puedo darle! ¡No te dejaremos escapar! ¡Eso no sueñes, okay. Canalla! ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Puedo hacerlo!
desde aquí puedo darle. ¡Eso ni lo sueñes, canalla! ¡Vas a morir! ¡Allí! ¡A por él! ¿Intentas dejarnos atrás, gusano? ¿Creías que no íbamos a cogerte? ¡Ahí! ¡A por él! Na los, komm her. So. Dann nochmal von vorne. Ja, genau. Das habe ich eigentlich versucht, hier hochzukommen. So. Wie sollen wir überhaupt ihn töten? Okay, einfach nur töten. Das wollte ich gar nicht. Últimas palabras. Coged al cerdo. Na gut. Das halte ich jetzt eigentlich gar nicht so vor. Na gut. Na gut. Also hier können wir auf jeden Fall in Ruhe entlang. Also ich schalte erstmal, wenn es geht, die ganzen Wachen soweit hier aus. Damit mir hier keiner mehr entgegenkommen könnte. So. Hab ihn. Das war's, Torres. Das wieder, hä? Hey, quieto ahí. Acelerad el ritmo. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Constante el paso. Du bist sicher nicht immun gegen Kugeln. Okay, menschliches Schutzschild. Ich brauche nur ein menschliches Schutzschild, so wie ich es gerade gelesen habe. Wachen als menschliche Schutzschild benutzen. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. No podrás despistarnos. Juntos podremos con él. No tengo tiro. So kann ich dich nicht treffen. Na jetzt komm, ich will noch ein menschliches Schutzschild haben. Und wenn ich dich erschieße? Ah, Mist! Puedo darle.
¡Más deprisa! ¡No lo perdáis! ¡No podrás despistarnos! So kann ich dich nicht treffen. Pressionad, muchachos! Ach Mist. Nur E zum Ablocken. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Ach so. Okay. Schon mal 4 Treffer gelandet. 8. Ja. Krass. Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Okay. Das war der erste Dinner hier. Ich will dich doch nur mal plündern, mein Freund. So. Ach Mist. Ach, dann komm, wir gehen einfach. Unser Schiff ist da hinten. Okay. Aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Okay. So, jetzt aber. Danach. Außer jetzt haben wir hier einen Sturm, ey. Meine Fresse. Kommen die jetzt mir alle nachlaufen? Ah, wenn ich schon einmal das Fragment mitnehmen kann. Vor uns. Dann sind wir an den Assassinen-Treffpunkt. Ach ja, stimmt, wir müssen auch den Schädel uns holen.
brauchen ja noch den Kristallschild. Hey! Halt's Maul! Oh, Entschuldigung, das war gerade ganz... Hey, geht doch! Das war gerade ganz, ganz... Ja, na gut. Oh. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres. Es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen. Westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Okay. Nicht den Kampf verwickeln lassen. Ja, ach so, wir hätten gleich fliehen sollen. Ja, naja. Und wenn schon. Jetzt heißt es, den alten Sack da noch kriegen. Ich glaube, der alte Mann hat gar keinen Beschützer mehr. Bring die Hauptsegel in den Wind! Was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres, was? Ein Moment, ich muss nur noch mal gucken. Ich meine, da unten. Dass ich ihn habe. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Er soll wissen, dass ich es habe, bevor er stirbt. Okay, das heißt, jetzt schippern wir bis da hinten hin. Aber bevor wir da ankommen, machen wir hier einen Cut? Machen wir das? Oder ziehe ich das durch? Na gut, wir machen Folgendes. Wir machen hier einen Cut. Ja, auch wenn es nur gerade knapp 43 Minuten ungefähr sind, so glaube ich. Ja, 43 Minuten, so knapp. Sehen wir uns dann sozusagen, wenn wir dann beim Observatorium ein zweites Mal sind. Also, bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Alles, alles Gute und bis dahin erstmal. Ciao, ciao euch.